begrüßen jetzt, wie gesagt, am Podium noch einmal zum Mitschreiben auf jeden Fall den ersten Österreich-Rahmenfahrt 2008, Thomas Rohrecker. Staatsmeisterin. Sie war auch Militär-Weltmeisterin, hat 2007 beim Weltcup in Kitzbühel Silber geholt, im Team bei der Europameisterschaft 2007 auch Silber. Zweimal war sie für Österreich bei Olympischen Spielen. Eva Dollinger. Und einer, der wahrscheinlich das längste die Bibel des Leistungssports in Tirol darstellen muss. Sein Leistungsrocker schlägt sich, glaube ich, über Jahrzehnte, mehrfacher österreichischer Meister, fünffacher WM-Goldmedaillengewinner, Doppelsitzer, Rodeln mit seinem Cousin Markus heute bei uns, Tobias Schiedler. Ihr seid natürlich angehalten oder aufgefordert auch einzuwerfen. Was mich aber jetzt sozusagen mal von den Athleten interessieren wird, Thomas, vielleicht die Frage an dich. Was ist für dich als Spitzensportler, ganz ehrlich gesehen, das Ziel zur Ausübung einer solchen leistungsbestimmenden Sportvariante, wie du sie eigentlich bist? Das ist ja teilweise Qual. Ist klar. Ich sage, am Anfang ist es halt noch Spaß einfach in der Jugendklasse, wo man einfach sagt, okay, ich will jetzt da mal mitfahren, Rennen bestreiten, da ist es noch irgendwo, da macht man das einfach zum Fun, weil man sagt, ja okay, super, probieren wir mal so bei so Rennen mitzufahren und ja, davon findet man halt da der eine, dann geht es ja schon um Geld natürlich und nachher wird es halt allmählich zum Beruf, oder? Und nachher ist es dann einfach wie in einem normalen Job auch, das ist nicht immer, dass das Spaß macht, wie gesagt, wenn es rennt, muss man trainieren, wenn es was ist, muss man trainieren, man muss immer trainieren und nachher wird es einfach zum Beruf mit allen seinen Vor- und Nachteilen sogar. Ja. Wie siehst du das persönlich? Weißt du, dass deine Gegner toben? Weiß man das? Nein, ich frage das deshalb, weil das Interessante an diesen Doping-Outings, die dann den Medien immer zugeschrieben werden, ist ja, fragt man davor, hat er nie getobt. Fragt man danach, hat er mit Bernhard Kohl über 19 Jahre lang getobt. Das heißt, wenn ich mich in der Szene damit beschäftige und mich mit dem Dr. Mosburger mal unterhalte, da muss ich ja irgendwie draufkommen, ob das mit rechten Dingen zugeht, kann ich das mit Training erreichen oder kann ich es nicht erreichen? Wie ist da dein Gefühl in dieser Szene? Ja, nein, ich sag, ich will jetzt da keine Namen nennen oder was weiß ich was, aber bei manchen Leistungen, bei manchen Leistungen fragt man sich natürlich schon, geht es mit rechten Mitteln zu oder nicht? Und dann steht man natürlich schon am Start und fragt sich schon, ja, okay, da weiß man eh, dass der wahrscheinlich schneller sein wird wie du, oder? Aber ich kann das nicht in Frage stellen, ich muss mich auf mich selber konzentrieren, weil wenn ich mich damit alle möglichen Sportler beschäftige, dann brauche ich eigentlich gar nicht an meinen Stall gehen, weil dann kann ich nicht mehr schlafen. Also ich muss mich auf mich konzentrieren, muss auf mich selber schauen, muss es richtig machen und muss für mich selber das Beste erreichen. Und hast du für dich einen Glaubensgrundsatz geschlossen, der heißt, es ist auch ohne Doping möglich, eine Österreich-Rundfahrt zu gewinnen? Also ja, davon glaube ich, muss man überzeugt. Genau so ist es. Und ich sage, ja, solange es mir Spaß macht, mache ich das, aber ich sage, Sport ist nicht mein Leben. Es gibt so viele andere Sachen, was mich interessieren. Ich habe, wie gesagt, nebenbei noch ein Studium am Laufen, das macht mich sehr interessiert. Und ich sage, wenn es mich im September nicht mehr gefreut, dann bricht für mich keine Welt. Und dann gehe ich auf die Uni und mache das fertig, weil ich sage, es gibt ein Leben nach dem Sport auch noch. Und das ist, glaube ich, bei vielen Sportlern, die lassen das außer Acht. Da gibt es einfach nur die Blickrichtung Sport. Und da ist das Umfeld da, wo sie so brutal reingepusht werden. Ich nehme da jetzt gerade so zum Beispiel das Thema Russland oder einfach ein Sportler aus dem Ostblock zum Beispiel oder China. Für das ist einfach die einzige Chance, dass ich mich irgendwie finanziell besser stellen kann, oder? Die haben keine Chance auf eine gute schulische Ausbildung oder wie auch immer. Die haben einfach nur die Chance, okay, ich gebe jetzt im Sport alles und probiere natürlich mit allen Mitteln alles, oder? Aber mein Weg ist das nicht. Ich sage einfach, ich probiere das so, wie ich es jetzt mache. Geht's gut, wenn es nicht gut geht, dann bricht für mich, wie gesagt, keine Welt. Frage an den Philosophen, ist das eine günstige Voraussetzung, eine Exit-Strategie zu haben? Ich habe aber bereits darauf erwiesen, dass die Frage nach dem richtigen Sport fokussiert auf die Frage nach dem richtigen Leben. Von daher wäre es natürlich sehr gut, wenn du sagst, die Bereiche neben dem Sport, über den Sport im Auge haben. Mangelernährung ist immer schlecht, die schlimmste.
alles nur dahinter auf einer Fixierung. Oder? Aber Leben hat viele Facetten. Und in bestimmten Altersgruppierungen, denke ich mal, darf Leben schmalspurig sein. Aber irgendwann darf es, muss es weitergehen. Ja, wie gesagt, das Leben als Sportler ist oft schon sehr monoton, man hat einfach den Trainingsalltag und dann, ja, dann denkt man schon oft, ist das wirklich alles? Also, und ich für mich zum Beispiel weiß einfach, das ist nicht alles und ich werde es jetzt sicher nicht jetzt 10 Jahre machen, das sind vielleicht nur 3 oder 4 Jahre, wo man das macht, wenn es gut geht, aber wie gesagt, wenn es nicht mehr ist, dann ist es kein Problem. Eva, wie oft bist du schon getestet worden? Kann man das noch anzählen? Oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich führe über mich selber keine Statistik, wie oft ich getestet bin. Also letztes Jahr zum Beispiel vor dem Ironman in Klagenfurt war ich 7 Mal getestet. Es war ganz interessant, weil es hatte ja anscheinend, also sie haben sehr viele Interviews gemacht beim ORF-Beitrag dann und witzigerweise haben sie das, die Antworten von mir eigentlich nicht erzählt, weil alle haben gesagt, naja, sie sind nie getestet worden und ja, also Schlussfolgerung war ja, im Triathlon wird nicht getestet und habe es eigentlich ganz amüsant gefunden, also dass mein Interview anscheinend eben nicht, also dass sie das eben dann nicht gebracht haben und also es ist wirklich so, im Triathlon es wird getestet, es ist ja wahrscheinlich so, dass nicht alle in dem, also das können Sie viel besser beantworten, wie viele dann in dem LTB-Pool, oder? Sind. Genau, und ich denke eben, dass sich da sehr viel getan hat, dass ich denke, dass viel intelligenter, viel bewusster getestet wird. Und ich glaube, ich war letztes Jahr die Erste, die überhaupt auch auf Blut getestet worden bin. Und ich würde mir auch wünschen, dass es nicht so wie nur im Radsport, also dass es da Blutkontrollen gibt, die regelmäßig zu machen sind, einfach, also eben mit diesem Blutprofil, dass es eben auch bei uns sowas geben würde und eben auch in allen anderen Sportarten und denke, dass es einfach sehr viel bringen würde, wenn man das überhaupt immer, jeder Sportler muss auch sportärztliche Untersuchungen machen. Vielleicht gibt es da Institutionen, wo man wirklich sagt, okay, wenn die Sportler ab 16 zum Beispiel, wenn die jetzt wirklich in einem Nationalkader sind, da wird regelmäßig eben auch so ein Blutprofil erstellt, wenn da die diversen Institutionen zusammenspielen würden und sich unterstützen würden, denke, würde es in Richtung sauberen Sport gehen und es gibt da sicher einige Möglichkeiten und ich wundere mich immer wieder, warum gewisse Tests immer noch nicht eingeführt werden oder zum Beispiel eben auch Wachstumshormone oder wo sie da den Atemtest entwickelt haben, der eigentlich nicht einmal teuer wäre, aber er wird nicht eingesetzt. Und da frage ich mich einfach, okay, warum werden solche Sachen nicht gemacht? Danke, ja. Also, Wachstumshormone werden tatsächlich seit Jahren schon, also die Methode, Wachstumshormone nachzuweisen, gibt es also laut Seibersdorf schon seit Jahren. Verwunderlicherweise hat es aber, glaube ich, zigtausende Tests gebraucht, um vor knapp 2 Monaten im ersten Fall tatsächlich Sportler das Wachstumshormon nachzuweisen. Aber warum dem so ist, wie vielleicht alle Mediziner dann besser beantworten können, also eine einfache Erklärung ist, dass die sogenannte Halbwertzeit, also die Zeit, wo der Sportler das einnimmt, und so der Zeitraum, solange man das nachweisen kann, wirklich ein minimal ist, da reden wir von ganz wenigen Stunden. Das heißt, da kommt es wirklich darauf an, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen und das ist, muss ich ehrlich sagen, wirklich zu sagen, bewusst der Sportler das in der Früh nimmt oder nach oben nimmt oder was mitten in der Nacht nimmt, in einer Halbzeit von 3, 4 Stunden, 5 Stunden meinetwegen, das ist reiner Zufall, einen Sportler zu erwischen. Ich glaube, vor wenigen Wochen haben wir einen Seitensportler gehabt, einen Tennisspieler, aber das ist tatsächlich offensichtlich sehr schwer nachweisbar und es gibt übrigens für sehr viele der wirklich Substanzen der neueren Generation, dass da mikrodosiert wird, das sind sehr kleinen Dosen. Früher war es halt die Vorrats, sagen wir mal, Doping, dann hat die Brotdoping gemacht, das hat er dann über 100 Jahre gehalten, weil es eine große Dosis. Jetzt macht man jeden Tag eine kleine Dosis mit sehr geringen Zeiten, um das nachhalten kann. Also das sind wir dann immer schlauer, die Labors sind immer schlauer, aber natürlich auch die Sportler oder die Biochemiker, die wir bestehen sollen, so werden wir auch immer schlauer in den Fahrzeugen. Ich glaube,
das auch ein bisschen, wenn man immer wieder hört, ein positiv getesteter Sportler. Ja, ich bin schon immer getestet worden, aber ich habe es mich nicht gefunden. Begründet darin auch ein bisschen eine Bestärkung, dass der Getoppte sagt, ich finde es ja nicht.